Hallo allerseits und willkommen zum diesjährigen Game Blast Info-Video. Ich bin super spät dran und ich habe gerade den Schock meines Lebens gehabt, denn plötzlich war meine Kampagnenseite retired, das heißt geschlossen. Ich kann nichts mehr machen, man kann nicht mehr spenden und so. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, denn die Kampagne ist ja erst in 3 Wochen. Egal, ich habe alles neu aufgezogen und das ging schneller als erwartet, von daher. Können wir normal starten? Ja, worum geht es? Wie jedes Jahr findet der Game Blast statt. Das ist ein Spendenmarathon an einem Wochenende im Februar für Special Effect, eine britische Organisation, die Gamern mit Behinderung jeden Alters dabei hilft, wieder oder zum ersten Mal ans Zocken zu kommen. Zum Beispiel mit besonders großen Knöpfen, Controllern, die sich mit dem Kinn oder den Füßen steuern lassen. Das ist eine richtig, richtig tolle Sache, wo jedes Jahr mehrere Millionen Pfund zusammenkommen. Und bei mir ist es der, Moment, ich gucke mal nach. 2, 3, 4, 5, bei mir ist es der 7. Wow, ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Ich mache mal eben die Kamera. Ah, geht nicht. Die Kamera geht nicht. Kann man das sehen? Da seht ihr die ganzen Karten, die ich bekommen habe. Man kriegt nämlich immer von den Organisatoren eine Dankeschön-Karte. Und ja, ich bin da sehr, sehr stolz drauf, vor allen Dingen stolz auf euch, dass ihr immer so viel spendet. Deswegen habe ich die an die Wand gehängt. So, dieses Jahr, hier seht ihr nochmal die Seite, wenn ihr da Bock habt, ne? Specialeffect.org.uk für mehr Informationen. Ja, worum geht es denn dieses Jahr bei mir? Machen wir es lieber so. So, hier ist meine Kampagnenseite. Ich habe mir gedacht, bevor ich irgendeine Art PowerPoint-Präsentation vorbereite, zeige ich euch einfach das, worum es direkt geht. So, los geht's am 26. und endet am 28. Also das offizielle Event. Freitags muss ich aber arbeiten, sonntags muss ich mich erholen. Deswegen streame ich immer samstags. In diesem Falle am 27. Februar. Los geht's morgens um 10. Ich könnte auch schon um 8 Uhr anfangen. Ich bin ein absoluter Frühaufsteher, aber ich weiß, ihr seid es nicht. Die meisten von euch zumindest nicht. Deswegen, ja, sehen wir uns doch mal den Zeitplan an. Um 10 Uhr geht's los. Ich habe euch im Vorfeld abstimmen lassen in den Bereichen Wimmelbildspiel, Point-and-Click-Adventure und Action. Und ihr habt euch entschieden für Paranormal State. Das ist ein Geisterjagdspiel, ein düsteres Wimmelbildspiel. Dann für Dracula Origin. Ich habe noch nie ein Dracula Point-and-Click-Adventure gespielt, auch wenn ich im Sale mal alle Teile gekauft habe. Da bin ich also sehr gespannt, was uns da so erwartet. Und Assassin's Creed 2. Ich habe noch nie ein Assassin's Creed gespielt. Natürlich kennt man die, weil ja die Serie ist mega erfolgreich. Jedes Jahr kommt ein neuer Teil raus. Aber aus Gründen, die mir selbst nicht so ganz klar sind, habe ich noch nie eins gespielt. Ich habe mir den zweiten Mal gekauft, weil es das heißt, dass man da leicht Platin bekommen kann. Ich so ein bisschen so eine kleine Trophäentroller bin. Aber ja, angespielt habe ich ihn trotzdem noch nicht. Und das werden wir dieses Mal also tun. Das heißt, es gibt immer 2 Stunden Blöcke. Das heißt, 2 Stunden Wimmelbildspiel, 2 Stunden Dracula, 2 Stunden Assassin's Creed, dann fängt es wieder von vorne an. Und ab 8:45, weil das ist so die Phase, wo ich anfange, sehr müde zu werden, spielen wir nur noch Assassin's Creed Open End, weil da darf ich dann kein Spiel spielen, wo ich rumlaufe und Rätsel lösen muss und langsam irgendwas anklicke, weil dann penne ich weg. Wirklich. Mit Maus, Schrägstrich, Controller in der Hand penne ich einfach ein. Das wollt ihr nicht und das will ich nicht. Außerdem bin ich zum Ende hin auch immer etwas heiser und bei Wimmelbildspielen, manchmal auch Point-and-Click-Adventures, muss man immer sehr viel selber lesen, weil die keine Sprachausgabe haben. Deswegen ist es gut, ein Spiel zu haben, wo viel geredet wird und da muss ich nicht so viel reden. Gibt natürlich auch kleine Pausen dazwischen, da spiele ich euch ein bisschen Videospielmusik vor oder so. Ja, das ist so der Zeitplan. Ich bin sehr gespannt. Keins dieser Spiele habe ich jemals gespielt oder auch sonst nur irgendwas davon großartig gesehen, außer mal ein paar Screenshots. Von daher lassen wir uns überraschen. Und wie ihr hier seht, ich werde jedes Mal Special Outfits tragen. Los geht's mit einem Lolita-Kleid mit entsprechender Bluse, Perücke und Schleifchen. Im Alice im Wunderland-Style freue ich mich mega drauf. Wirklich. Da habt ihr übrigens auch drüber abgestimmt, was ich anziehen soll. Dann gibt es das legendäre Ada Wong-Outfit aus Resident Evil 4. Das heißt, dieses rote Kleid mit den Schmetterlingen hatte ich schon mal an. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Freue ich mich auch drauf. Ist ein bisschen kalt, aber naja, kriegen wir schon hin. Und am Ende gibt es ein, ich habe es Gothic Doll genannt. Es ist tatsächlich auch ein Lolita-Kleid mit hellgrauer Perücke und Schleifchen in diesem Fall, aber auch mit hier aufgemalten Linien und so, dass ich aussehe wie eine Art Bauchrednerpuppe.
Ja, das ist vielleicht zum Abend hin auch gar nicht so schlecht. Und die Perücke ist nicht so schwer, weil ich sag euch, wenn man den ganzen Tag Perücke trägt, dann tut das richtig am Kopf weh, weil man muss die relativ festmachen, sonst fallen die runter. Und dann kriege ich Kopfschmerzen. Das wollt ihr ja nicht. So, Spendenziel ist eigentlich wie jedes Jahr 500 Pfund. Hier unten könnt ihr euch mal die Meilensteine an. Meilensteine. Meilen. Doch, Meilensteine. Habe ich gerade Meilensteile gesagt? Ich weiß es nicht. Letztes Jahr haben wir mit glatt 350 Pfund aufgehört. Wäre toll, wenn wir das dieses Jahr knacken können. Denn jedes Pfund zählt. Haha, es klingt so, als würden wir hier abnehmen. Aber nein, tun wir natürlich nicht. So. Aber ihr sollt ja auch nicht leer ausgehen. Deswegen habe ich mit freundlicher Unterstützung, vor allen Dingen von meinem Schwiegervater, vielen Dank dafür, ein paar kleine Belohnungen zusammengetragen, damit ihr, wenn ihr spendet, auch einfach ein kleines Dankeschön von mir bekommt. So. Für 5 Pfund werdet ihr bereits im Dankeschön-Video oder, wenn ich keins mache, in meinem Dankeschön-Blogpost, Twitter, Facebook, whatever genannt. Für 10 Pfund gibt es ein random Steam-Game. Das kann ein gutes, ein schlechtes, ein Indie, man weiß es nicht sein. Random ist hier das Zauberwort. Waren bisher aber eigentlich immer ganz coole Sachen dabei, also hat noch keiner so richtig bereut. Für 15 Pfund gibt es eine Dankeschön-Postkarte, könnt ihr euch auch das Motiv aussuchen. Letztes Jahr haben sich welche ein Selfie gewünscht oder Fotos von meinen Katzen oder so. Wenn ihr das möchtet, kriegt ihr das auch. Internationaler Versand, weil ich das über einen Anbieter mache, wo man die übers Handy erstellen kann und der nimmt das gleiche Geld, egal wohin es geht. Ihr seht also, das sind alles Kosten, die ich auf meine Kappe nehme. Ne? Auch die Preise, die hier physisch verschickt werden, das Porto geht auf mich. Ich opfere hier also nicht nur meine Zeit, sondern auch gar nicht so wenig Geld und ein paar Sachen, aber mache ich gern und soll ja nicht zu eurem Schaden sein, wenn ihr euch hier einen physischen Preis aussucht. Dann müsst ihr nicht auch noch Porto bezahlen. So, ab jetzt die Sachen, die physisch verschickt werden, leider nur innerhalb Deutschlands, sonst wird das alles zu teuer. So, wir haben hier ein Random Point-and-Click-Adventure, eins von diesen vieren. Entweder ihr sagt, ich möchte gerne ein bestimmtes, dann kriegt ihr das. Vielleicht, außer mehrere Leute sagen, sie möchten das, dann wird gelost. Oder ihr sagt einfach nichts, dann kriegt ihr ein Random ausgewähltes. Sind alles PC-Games, teilweise schon was älter, da müsst ihr gucken, wie ihr die zum Laufen bekommt, aber das ist dann euer Problem und nicht meins. So, muss ich aber mehr ehrlich so sagen. So, gibt auch noch zwei Wimmelbildspiele, jeweils für 15 Pfund. Dann haben wir, sehr cool, finde ich, zwei, sieht man jetzt leider nicht so ganz, Resident Evil Taschenbücher. Und zwar Band 1, das erzählt den ersten Resident Evil Teil, also das Spiel nach. Und Band 5, der erzählt Resident Evil 3 Nemesis nach. Schön für alle Resident Evil Fans. So, und dann haben wir unten noch für, also Resident Evil gibt es hier für 20 Pfund und für 50 Pfund. Ist eine Menge, aber dafür zahle ich zum Beispiel auch 5 Euro Porto. Gibt es drei Marvel Disney Infinity Figuren. Die könnt ihr euch sehr schön ins Regal stellen, habe ich auch gemacht. Ihr könnt die aber auch mit den Disney Infinity Spielen 2.0 und 3.0 benutzen. Die sind neu, waren noch nie im Einsatz. Also auch der Chip, den man da braucht, der ist jungfräulich, sage ich mal. Ja, die gibt es also einmalig für 50. Und natürlich werden alle Leute, die mehr als 5 Pfund geben, automatisch hier in diesem Dankeschön-Post genannt. Das ist in allen anderen enthalten. Und wenn jemand sagt, ich möchte gar keinen Preis, ich möchte lustige Fragen beantworten, gibt es hier eine Umfrage. Was ist die beste Survival-Horror-Serie? Silent Hill oder Resident Evil? Und ja, die, die am Ende die meisten Einnahmen quasi hat, gewinnt. So, spenden könnt ihr entweder hier über Belohnungen, über die Umfrage oder hier, wenn ihr einfach nur Geld geben wollt und sonst nichts, könnt ihr das hier über diesen grünen Knopf mit PayPal oder Kreditkarte. Solltet ihr nichts von beidem haben und sagen, hey, ich würde trotzdem gerne spenden, sagt mir Bescheid, schickt mir eine Nachricht, könnt ihr unten Spendenaktion kontaktieren, dann finden wir eine Lösung. Dann gebe ich euch meine Bankverbindung und dann könnt ihr das überweisen. Und dann überweise ich das und dann spende ich das wiederum per PayPal. Und ihr kriegt natürlich auch einen Kontoauszug davon. Wichtig ist nur, da es nicht in Deutschland ist und ich auch eine Privatperson bin, ihr kriegt weder von mir noch von Special Effect eine Spendenquittung. Nur, dass ihr Bescheid weißt. Von der Steuer absetzen könnt das nicht. Ja, wie gesagt, wir finden auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn ihr Geld spenden wollt, aber diese beiden Optionen nichts für euch sind, finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ihr das Geld noch loswerden könnt. So. Sind wir bei knapp 10 Minuten, das ist schön, länger wollte ich auch gar nicht machen. Ich bin
mega, mega aufgeregt und es ist das verflixte 7. Jahr, aber das ist ja eigentlich nicht automatisch was Schlechtes und ich hoffe, wir kriegen die 500 Pfund voll. Ist schließlich eine gute Sache, wird sich lohnen. Wenn ihr also mithelfen wollt, aber nicht spenden könnt, dann ist es nicht schlimm, kommt vorbei, unterstützt mich mental, seid anwesend, schreibt Kommentare und vor allen Dingen teilen, teilen, teilen. Weiß ich nicht, sagt euren Freunden Bescheid, teilt es bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer ihr seid. Denn wenn von 10 Zuschauern nur einer was spendet, sind wir schon richtig, richtig weit gekommen. So, vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Ich freue mich auf den 27. und hoffe, dass ihr alle dabei seid. Wenn nicht, bin ich böse. Nein, aber traurig. Und das wollt ihr doch nicht. Niemand will das. Hoffe ich.